Als uns der Eigentümer hier die Tür zum Hägertor oben aufgemacht hat, habe ich mich sofort in die Location verliebt. Und das war mir dann alles andere egal. Ich habe gesagt, das wird jetzt hier, egal was es kostet. Ich heße Marinos Ioannidis, ich bin 40 Jahre alt, bin geboren in Griechenland, bin mit 18 nach Deutschland gekommen, um Zahntechniker zu werden und wieder zurückzugehen. Bin ich aber immer noch hier und glücklich in dem Alman in Osnabrück. Das war hier so eine tote Ecke, nachdem die Engländer hier weg waren. Gab es natürlich irgendwie Versuche, dass man es hier so ein bisschen ja, wie betreibt, aber die waren nicht gelungen. Und seitdem wir hier irgendwie festes Bestandteil des Jägertorviertels geworden sind, ist diese Ecke wieder so ein bisschen heller geworden, ein bisschen lebendiger. Wir sind ein persönliches Lokal und das macht sehr viel aus. Also wir haben sehr viele Stammgäste. Das ist ein personengebundenes Lokal und das kann ohne die Persönlichkeiten, die hier agieren, nicht funktionieren. Mit meinen Kollegen komme ich sehr gut zurecht. Also seit 7 Jahren haben wir überhaupt keine Probleme miteinander. Mit den eigentlichen Nachbarn läuft es auch sehr gut. Der eine oder andere ist natürlich nicht so ganz glücklich, dass wir das Jägertor oben wieder belebt haben, also die Fläche auf dem Jägertor. Und diese kleinen Probleme, die wir mit der Nachbarschaft haben, müssen wir einfach mal zivilisiert lösen. Gewisse Sachen hat man den Eindruck als Betreiber, dass das der Stadt bzw. gewissen Behörden oder Abteilungen egal ist. Ich kann es verstehen, dass es auf der einen Seite die Regeln gibt und auf der anderen Seite aber auch den Betreiber. Und da muss man auch irgendwie versuchen, irgendwo so einen Mittelweg zu finden, dass man hier gewisse Sachen umsetzt, die vielleicht irgendwie nicht so ganz ja, den Gesetzen entsprechen. In jeder Altstadt in Deutschland ist ausschließlich fast Gastronomie. Wir haben hier sehr, sehr große Vielfalt, aber ich finde, das Viertel könnte noch lebhafter werden, wenn wir hier noch mehr in Gastronomie installieren würden. Das spielt aber wiederum, glaube ich, die Stadt nicht mit, weil die gewisse Vorgaben haben. Auf einer Seite sind die Mietpreise natürlich auch nicht so ganz ohne. Wenn man ein vernünftiges Objekt haben möchte, dann muss man ordentliches Geld hinlegen. Und für Startups und für junge Unternehmer ist das vielleicht hier eine Ecke, die nicht so ganz günstig ist. Das ist schade. Das muss man sich mal vorstellen, wenn mein Nachbar Willi hier zum Beispiel Urlaub macht und seine Lichter aus sind, das sieht hier aus wie eine Geisterecke und das ist einfach nicht schön. Und so Licht und Farben bringen Leben ins Spiel und da haben wir müssen nachgeholfen.